Ein Schrein für Babys, die nie geboren wurden. Zu Besuch im Pai Nyuen-Tempel in Bangkok. Die Frauen, die hierher kommen, haben abgetrieben, heimlich und illegal. Sie bringen Saft, Milch und Süßigkeiten, Geschenke für die Seelen ihrer Kinder. Der Tempel ist einer der wenigen Orte, an dem sie über ihre Tat sprechen können. Die Frauen tragen die ganze Zeit diese Schuld mit sich. Sie bitten um Vergebung. Manche glauben, dass sie keinen Erfolg mehr im Leben haben können, denn ein ungeborenes Baby zu töten, das ist die schlimmste Sünde, der sie sich als Buddhisten schuldig machen können. Der Tempel, ein Ort der Trauer und ein Ort mit düsterer Vergangenheit. Dort, wo die Toten bis zur Einäscherung ruhen, wurde Ende 2010 eine grausame Entdeckung gemacht. In der Leichenhalle fand man mehr als 2000 Föten. Ein Bestatter des Tempels hatte sie im Auftrag illegaler Abtreibungskliniken entsorgt und hier versteckt. Der Fund, ein Schock für die thailändische Öffentlichkeit und der Beginn einer Debatte über das Ausmaß illegaler Abtreibungen. Abtreibung ist in Thailand verboten. Ausnahmen gibt es nur nach einer Vergewaltigung oder wenn die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist. Doch das, was Buddhismus und Gesetz verbieten, geschieht täglich und hundertfach. Auch Ploy hat versucht abzutreiben. Niemand sollte erfahren, dass die 20-Jährige ungewollt schwanger geworden ist. Ihre Tochter Jung Ying ist heute 2 Monate alt. Dass das Mädchen überhaupt am Leben und gesund ist, ein kleines Wunder. Ich habe alle möglichen Tabletten geschluckt, aber das Baby war immer noch da. 2, 3 Monate später habe ich meinen Freund gefragt, ob wir das Baby nicht doch behalten wollen. Aber er hat Nein gesagt. Wenn ich es behalten will, macht er Schluss mit mir. Und dann ist er abgehauen. Ploy war da bereits im 6. Monat schwanger und wusste nicht mehr wohin. Selbst ihre Eltern wollte sie nicht einweihen. Zu groß die Angst vor deren Reaktion. Zuflucht hat sie im Haus der Gnade gefunden, eine Anlaufstelle für junge Frauen am Stadtrand von Bangkok. Sie alle hier machen dasselbe durch, ungewollt schwanger und alleingelassen. Ein uneheliches Kind, erzählen sie, das sei eine Schande. Die Mädchen haben keine Wahl. Das Baby können sie nicht behalten, denn dann werden sie verurteilt und verstoßen. Von der Schule, den Eltern, von fast allen, die ihnen nahestehen. Und gleichzeitig wissen sie nicht, wohin. Denn es ist sehr schwierig für sie, die Schwangerschaft auf eine sichere Art abzubrechen. Wer Glück hat, findet einen Arzt. In dieser Praxis in Bangkok kostet die Abtreibung 5000 Baht, rund 120 Euro. Der Eingriff dauert nur wenige Minuten und sei ungefährlich, versichert man uns. Vor einer Kamera will sich hier niemand äußern. Doch die meisten Abtreibungen, vor allem auf dem Land, finden ohne medizinische Betreuung mit primitivsten Mitteln statt. Wir treffen Kamehang Chaturachinda. Seit Jahren kämpft er gegen diese Praxis. Er schätzt, dass jedes Jahr ca. 700 Frauen an den Folgen illegaler Abtreibungen sterben. In ihrer Verzweiflung seien die Frauen bereit, alles zu tun, um die Schwangerschaft zu beenden. Manche Frauen führen sich einen scharfen Gegenstand ein. Damit hoffen sie, die Gebärmutter zu treffen. Manchmal benutzen sie auch Chemikalien, zum Beispiel Toilettenreiniger. Das kann zu Nierenversagen, inneren Blutungen, Blutvergiftung oder sogar zum Tod der Mutter führen. Doch immer mehr Ärzte weigern sich, diese Selbstverstümmelung zuzulassen. Wir bekommen einen Tipp. In sogenannten Kliniken für Familienplanung soll es die Möglichkeit für eine angeblich legale Abtreibung geben. Der Chef 10 solcher Kliniken ist bereit, mit uns zu sprechen. Er beruft sich darauf, dass bereits psychologische Gründe eine Abtreibung rechtfertigen. Es ist eine Gratwanderung. Wir halten uns bedeckt und machen es still und leise, um eine Konfrontation zu vermeiden. Die Frauen, die leiden, wissen, dass sie hier Hilfe erwarten können.
Und die, die eine Abtreibung ablehnen, fühlen sich nicht provoziert. Vorbeugung, das ist der einzige gesellschaftliche Konsens. Wir sind zu Besuch in der Non Sivitaya Schule in Bangkok. Hier haben Lehrer und Schüler keine Berührungsängste mit Dildo, Kondom und klaren Worten. Wie sich die Mädchen verhalten würden, wenn der Junge ohne Kondom mit ihnen schlafen will, will die Lehrerin wissen. Dann will ich nicht, antwortet die Schülerin. Ich habe Angst und du hast noch nicht einmal ein Kondom. Und auch die Praxis kommt nicht zu kurz. Heute auf dem Lehrplan, wie ein Kondom richtig übergezogen wird. Nicht jedem Schüler ist dabei ganz wohl. Wir sollten immer ein Kondom dabei haben. Du weißt doch nie, wann es soweit ist. Und dann bist du wenigstens geschützt. Schwanger zu werden wäre jetzt das Schlimmste. Auch für meine Eltern, meine Zukunft. Alles wäre verbaut. Bis vor kurzem war Ploy selbst noch eine Schülerin. Jetzt muss sie lernen, ihren Alltag als Mutter zu bewältigen. Das Haus der Gnade hilft ihr, wenn es um Jobsuche, Kinderbetreuung oder staatliche Unterstützung geht. Doch genauso wichtig ist das persönliche Gespräch. Wir versuchen den Mädchen zu erklären, dass das Leben weitergeht, damit sie aufhören, sich zu hassen oder das Baby zu hassen. Und wenn sie das Kind nicht behalten können, dann versuchen wir gemeinsam, eine Lösung zu finden. Wie es jetzt weitergeht, ob sie zu ihren Eltern nach Hause kommen kann, das weiß Ploy noch nicht. Erst einmal sei sie froh, dass ihre Tochter keine Ähnlichkeit mit ihrem Ex-Freund habe. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Ich muss doch meine Ausbildung machen und Geld verdienen. Aber wenn ich meine Tochter anschaue, dann kann ich sie nicht weggeben. Ich muss es irgendwie schaffen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Eine der jungen Mütter verlässt das Haus der Gnade. Und auch Ploy kann sich nicht mehr lange vor der Welt da draußen verstecken. Das Kind behalten oder weggeben, eine schwere Entscheidung.